Hallo, hallo. Jetzt, gut. Ja, guten Tag, mein Name ist Thilo Müller von der Uni Erlangen am Lehrstuhl für Sicherheit, IT-Sicherheit bei Professor Freiling. Zusammen mit Tobias Latzo haben wir die Sicherheit von hardwarebasierter Festplattenverschlüsselung untersucht und mit der von softwarebasierter Festplattenverschlüsselung verglichen und konnten dabei einige Unsicherheiten feststellen, die wir heute präsentieren wollen. Aber zuvor möchte ich beginnen mit dem Angreifermodell, das Festplattenverschlüsselung zugrunde liegt, also der Bedrohungslage, warum man Festplattenverschlüsselung überhaupt benutzt. Und das ist ganz klar der physische Zugriff auf eine Festplatte, also in dem Moment, wo ich eine Festplatte oder die ganze Maschine mit der Festplatte verliere, damit die Daten nicht ausgelesen werden können. Also Festplattenverschlüsselung hilft also nicht gegen Trojaner, Würmer oder sonst welche Bedrohungen über das Internet, sondern ist gegen physischen Zugriff, und das betrifft vor allen Dingen zum Beispiel Laptops, die man gerne mal verliert oder die gestohlen werden können an Flughäfen oder auch aus Hotelzimmern. Oder eben Surfer, die auch durch jetzt Beschlagnahmung oder Hausdurchsuchung auch Opfer werden können. Die sind dann oft sogar noch eingeschaltet, Laptops eher nicht, die sind dann aber teilweise noch im Standby. Und wie wir sehen werden im Laufe des Vortrages, ist halt wichtig, ob ein Rechner ganz aus ist, dann ist Festplattenverschlüsselung oft sehr viel sicherer, als wenn halt so ein Zwischenstadium wie Standby oder sogar noch eingeschaltet ist. Wenn ein Rechner eingeschaltet ist, gehen wir natürlich davon aus, dass er zumindest gelockt ist, sonst wird der Angriff natürlich trivial. Zur Motivation habe ich zwei Studien rausgesucht, eine etwas ältere von 2008, die halt belegt, dass die Bedrohungslage, Laptops zu verlieren, tatsächlich real ist. Da wurde einfach untersucht, wie viele Laptops gehen denn verloren, zum Beispiel an US-Flughäfen, und da wurde festgestellt, dass tatsächlich mehr als 12.000 Laptops pro Woche allein an US-Flughäfen verloren gehen. Und 2011 wurde halt eine Studie für den europäischen Markt vom selben Institut durchgeführt, und dort wurde halt festgestellt, dass 8% aller Unternehmenslaptops während ihrer Lebenszeit irgendwie mal verloren gehen. Ob es man den wiederbekommt oder gestohlen worden, sei dahingestellt, aber 8% gehen tatsächlich verloren. Und ja, hier wurde der Verlust eines Laptops mit 35.000 Euro angegeben. Das beinhaltet natürlich nicht nur die Hardware, sondern auch die Kosten der Datenpanne, die es nach sich zieht. Ja, ist ein Wert natürlich, den muss man mit Vorsicht genießen, ist eher was für BWLer, aber soll er zeigen, ein verlorener Laptop hat auch für Unternehmen seine Kosten. Und das alles kann halt einigermaßen eingeschränkt oder weitestgehend verhindert werden, wenn man Festplattenvollverschlüsselung benutzt. Davon gehen zumindest die meisten aus. Englischer Begriff wäre Full Disk Encryption oder FDE. Da gibt es einmal die softwarebasierte Lösung. Das kennt man seit Jahren. Das ist zum Beispiel BitLocker für Windows oder FileVault für macOS. Und bei softwarebasierter Verschlüsselung wird halt in der Haupt-CPU des Rechners selber verschlüsselt und der Key der Festplatte ist dann auch im Hauptspeicher des Computers drumherum. Bei der hardwarebasierten Verschlüsselung dagegen verschlüsselt die Disk selbst. Das wurde jetzt in letzter Zeit immer beliebter, gerade mit der Aufkunft von SSDs, weil die haben sowieso einen relativ komplexen Disk-Controller, und da kann man dann auch AES noch mit in den Disk-Controller einbauen. Das heißt, der Chip auf der Festplatte selber verschlüsselt und der Key kommt auch niemals in den RAM des Computers, und die Haupt-CPU hat damit auch nichts zu tun. Das ist, einmal ist das effizienter und auch transparent für das Betriebssystem. Das heißt, ich kann unter Linux und Windows dieselbe Festplatte ganz einfach verschlüsselt benutzen, und das Passwort für die Festplatte ist dann, wird im BIOS schon eingegeben. Ja, das ist dann so eine kleine Passwortform, SATA-Passwort heißt das, und damit wird dann die Festplatte entschlüsselt oder verschlüsselt. Entsprechend heißt das Ganze selbstverschlüsselnde Festplatten oder Englisch Self-Encrypting Disks, SEDs. Die Frage, die sich jetzt stellt, schützt das wirklich gegen alle physikalischen Angriffe, physischen Angriffe, also gegen unser Angreifermodell? Dafür wollen wir zunächst einmal schauen, welche Angriffe sind denn schon bekannt gegen softwarebasierte Verschlüsselung, und nachher gucken, was davon kann man vielleicht für hardwarebasierte Verschlüsselung auch schon direkt übernehmen oder entsprechend anpassen. Für softwarebasierte Verschlüsselung haben wir drei real existierende Angriffe identifiziert, also Brute Force schließen wir jetzt mal aus. Natürlich kann man immer Brute Forcen, wenn Passwort unsicher ist, funktioniert das, wenn sicher ist, funktioniert das nicht. Und abgesehen vom Brute Force gibt es halt diese drei Angriffe. Das sind einmal DMA-Attacken, die können den Hauptspeicher eines Systems manipulieren, indem ich Zugriff auf einen DMA-Port habe, wie zum Beispiel FireWire oder Thunderbolt. Wenn ich da ein böshaftes Gerät anschließe, kann ich den Hauptspeicher manipulieren, und das führt dazu, dass ich zum Beispiel den Lockscreen
in Windows umgehen kann. Das heißt, wenn ein Rechner, ein Laptop, den ich finde, im Standby war mit Festplattenverschlüsselung, klappe ich ihn einfach auf, schließe ein gemeines Firewire-Gerät an, dann wird der Screen unlocked und dann habe ich Zugriff auf die Daten. Auch ein Angriff auf Coldboot-Attacken, auf den Hauptspeicher sind Coldboot-Attacken. Coldboot-Attacken nutzen aus, dass bei softwarebasierter Verschlüsselung der Key immer im RAM ist. Das heißt, wenn ich den Rechner neu starte, kann ich den Key auslesen. Also wenn ich mit meinem eigenen USB-Stick, ein Linux zum Beispiel starte, kann ich danach den Key noch aus dem RAM finden. Ich kann sogar die RAM-Module aus dem Rechner ausbauen, in einen anderen Rechner reinstecken und dann noch auslesen. Das liegt am Remanenzeffekt von RAM, der nämlich sagt, dass mit ein paar Sekunden auch ohne Strom die Inhalte in RAM-Modulen vorhanden bleiben. Das kann man dann auf einige Minuten sogar noch ausweiten, wenn man die auf irgendwie 0 Grad runterkühlt. Dann hat man auch genug Zeit, das mechanisch auszubauen. Die dritte Attacke, die gegen softwarebasierte Angriffe bekannt ist, sind Evil-Mate-Attacken. Die rühren daher, dass der MBR aus Bootstrapping-Gründen immer unverschlüsselt sein muss. Irgendwie muss ich ja anfangen, den Rest der Festplatte zu entschlüsseln. Und der MBR ist halt dieses erste Stück Code, der unverschlüsselt vorliegt. Und den kann ich also infizieren mit Keyloggern zum Beispiel. Das heißt, bei Evil-Mate-Attacken habe ich den Nachteil, ich brauche dann zwei physikalische Zugriffe. Erstmals, um den MBR zu infiltrieren und dann, um das gelockte Passwort herauszulesen. Das sind die drei Angriffe, an die wir uns halten wollen, auch bezüglich hardwarebasierter Verschlüsselung gleich. Also zusammenfassend kann man sagen, Coldboot- und DMA-Attacken haben die Eigenschaft, dass der Rechner halt vorgefunden werden muss, wenn er eingeschaltet ist oder im Standby. Also wenn er im Standby ist, Standby jetzt immer mit Suspend to RAM gemeint. Bei Suspend to Disk ist manchmal etwas schwieriger, also RCP S3. Dann kann man ihn einfach aufklappen und dieselben Angriffe fahren, als wäre der Rechner eingeschaltet. Und Evil-Mate-Attacken brauchen als zweifachen physikalischen Zugriff, funktionieren aber auch im Prinzip, wenn der Rechner aus war. Der Nutzer muss allerdings seinen Rechner benutzen, nachdem er manipuliert wurde. Und das heißt, im Umkehrschluss, Festplattenverschlüsselung ist eigentlich sicher, wenn man darauf achtet, dass man seinen Laptop nur verliert, wenn er ausgeschaltet war. Ja. Und wenn man darauf achtet, und wenn man zusätzlich darauf achtet, ihn nicht mehr zu benutzen, nachdem er möglicherweise manipuliert wurde. Okay, und die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, ist, ob hardwarebasierte Verschlüsselung diese Schwachstellen auch hat. Ja, Angriffe gegen hardwarebasierte Festplattenverschlüsselung. Da erstmal ganz einfach DMA-Angriffe offensichtlich, die funktionieren genauso, weil dabei wird ja der Lockscreen des Betriebssystems angegriffen und gar nicht die Festplattenverschlüsselung in irgendeiner Form selber. Das heißt, wenn ich eine hardwarebasierte Festplattenverschlüsselung drin habe, dann kann ich auch den Windows-Sperrbildschirm entsperren mit einem Firewire-Port und habe genauso Zugriff auf die Daten, hat aber natürlich jetzt die Einschränkung, ich brauche diesen DMA-Port erstmal in meinem Laptop. Diese PCM-CI-Slots funktionieren da übrigens genauso. Also das ist auch ein DMA-fähiger Port. Firewire ist nicht unbedingt nötig. Coldboot-Angriffe funktionieren auf den ersten Blick nicht. Wozu soll ich den RAM auslesen, wenn der Key eh nicht im RAM steht? Der Key steht ja in der Festplatte selber. Das heißt, Coldboot-Attacken schlagen erstmal fehl, genauso wie Evil-Mate-Attacken. Die fallen auf den ersten Blick auch heraus, weil der MBR ist ja verschlüsselt bei hardwarebasierter Verschlüsselung. Da habe ich ja dieses Bootstrapping-Problem nicht. Da habe ich ja das Bootstrapping übernimmt der Disk-Controller in der Disk selbst. Das heißt, ich brauche keinen unverschlüsselten Code auf der Festplatte. Jetzt haben wir uns damit natürlich nicht zufrieden gegeben und die letzten beiden Punkte, also Coldboot-Attacken und Evil-Mate-Attacken, näher untersucht und geguckt, dass wir da doch irgendwie durchkommen. Und jetzt haben wir erstmal eine Ersatzattacke für Coldboot-Attacken gefunden. Die haben wir dann Warm-Replug-Attacken getauft. Und zwar aus dem Grund, dass wenn die Disk eingeschaltet ist, die selbstverschlüsselte Festplatte, dann ist sie ja warm. Und wir stecken einfach jetzt, Replug, das SATA-Kabel um. Das, genau das, dagegen soll ja eigentlich eine Festplattenverschlüsselung schützen. Also man soll eigentlich nicht eine Festplatte einfach ausbauen können und woanders einstecken können. Aber wenn die Festplatte eingeschaltet ist, wird sie nur dann automatisch wieder gesperrt, wenn sie einmal entsperrt ist, wenn dann sie auch den Strom verliert. Wenn sie das SATA-Kabel nur umsteckst, dann geht sie halt nicht gesperrt. Ja. Und das Ganze ist also im selben Szenario wie Coldboot-Attacken. Das heißt, wenn ich vorher im Standby war, funktioniert sogar auch, weil wir haben 12 Rechner untersucht, in 11 der 12 Rechnern wird die Festplatte auch automatisch wieder entsperrt, wenn ich den Rechner aus dem Standby aufwache. Dazu gleich mehr. Das Ganze haben wir mal gefilmt. Also zunächst kommt das ganz normale Opfer auf dem linken Rechner. Der linke Rechner ist jetzt der Opferrechner. Da gibt das Opfer jetzt sozusagen seine Passwort ein. Das war noch vom BIOS jetzt diese Passwortabfrage. Das ist das sogenannte SATA-Passwort für Self-Encrypting Disks. Und jetzt wird ein Windows gestartet
um zu beweisen, dass wir da gleich wirklich das auslesen, was wir wollen, legen wir kurz eine Datei an, die heißt irgendwie Secret und schreiben da Secret Text rein. Aufgabe des Angreifers, der gleich auf dem rechten Bildschirm zu sehen sein wird, ist halt, diesen Secret Text wieder rauszufinden. Okay, natürlich locken wir den Bildschirm, wie hier, sonst wäre der Angriff trivial. Jetzt kommt der Angreifer und kann nun einfach die Festplatte herausnehmen, am Strom halten, also der Opferrechner ist sozusagen weiterhin der Stromzufuhrlieferant, aber der rechte Rechner vom Angreifer ist jetzt der, da kann man jetzt ein eigenes Betriebssystem, eigenes Betriebssystem installieren. Und ja, wenn man SATA Hot Plugin hat. Jetzt wurde die automatisch gemountet und da ist unser Secret Text. Also es funktioniert halt, wenn SATA Hot Plugging am Angreiferrechner an ist. Wenn es nicht an ist, müsste man den nochmal neu starten. Aber im Prinzip funktioniert das so oder so. Der angegriffene Rechner, das Opfer, der stürzt irgendwann mit einem Bluescreen ab. Das macht aber nichts, weil trotzdem die Stromzufuhr erhalten bleibt. Also Windows fährt da nicht runter oder so, sondern der Bluescreen, da hat man weiterhin Zugriff auf die Daten. Der Angriff ist halt generisch gegen alle SEDs in Desktop-Computern, ist sogar effektiver als Coldboot-Attacken, weil man halt bei Coldboot-Attacken noch den Stress hat, ob jetzt ein paar Bits geflippt sind, weil man die RAM-Module ja ausbaut, woanders einsteckt, da gehen auch mal ab und zu Daten verloren. Das hat man hier alles nicht. Ist aber erstmal nur effektiv gegen Desktop-PCs und Surfer, wo wir wirklich Kabel haben, die wir auch umstecken können. Man kennt das ja von Laptops, da steckt man die Festplatte rein, aber hat ja gar keine Kabel dazwischen. Und Laptops ist ja eigentlich der Fall, der relevanter ist, weil Laptops halt am Flughäfen, wie gesagt, oft verloren gehen. Und zusätzlich sind Laptops halt im Standby oft und nicht eingeschaltet. Das Ganze funktioniert aber trotzdem auch gegen viele Laptops, wie wir zeigen werden. Was daran liegt, dass die Festplatte ja ausgeschaltet wird, wenn man im Standby ist und automatisch wieder freigeschaltet wird, wenn man aus dem Standby zurückkehrt. Das heißt, irgendwo muss das Passwort gecached worden sein vom BIOS. Und in dem Moment, wo die Festplatte sowieso ausgeschaltet ist, können wir Verlängerungskabel installieren. Das sehen wir gleich. Hier ist jetzt erstmal der Secret Text wieder und das Opfer ist noch am Gange. Klappt gleich sein Rechner zu. Dann sollte er auch gesperrt sein und im Standby sein. Und jetzt kommt halt der Angreifer und kann die Festplatte erstmal gefahrlos ausbauen, ohne Daten zu verlieren, weil sie ist ja sowieso ausgeschaltet und gesperrt. Sie wird halt nur beim Aufwachen automatisch entsperrt. Und wenn man halt die Verlängerungskabel drin hat oder nicht, das merkt der Rechner gar nicht. Das heißt, er entsperrt sie so oder so. Ja, und ab dem Zeitpunkt ist der Angriff eigentlich klar, der funktioniert genauso wie eben. Das heißt, wir können wieder SATA Hot Plugging und. Ja, also wie hier zu sehen, bekommt man wieder den Secret Text. Es gibt ein paar Laptops, also wir haben mehrere Laptops untersucht. 12 Maschinen haben wir untersucht. Bei 11 von 12 Maschinen wird automatisch unlocked beim Aufwachen. Nur bei einer von den 12 Maschinen, das ist hier unten der Dell Latitude 2120, der verlangt beim Aufwachen tatsächlich das Passwort wieder. Da können wir davon ausgehen, der speichert das Passwort nirgendwo während des Standbys. Bei allen anderen ist irgendwo das Passwort, wir haben noch nicht rausgefunden, wo. Wir haben das RAM durchsucht, NVRAM durchsucht, soweit wir konnten, ist noch nicht gefunden. Entweder ist das obfuskiert oder ist es halt in Regionen vom NVRAM, also von diesem BIOS-speziellen RAM, was nicht direkt zugreifbar ist. Also die unteren 256 Byte vom NVRAM im BIOS kann man noch mit Interrupts abfragen. Darüber gibt es wohl noch einen Bereich, der geschlossen ist und da sind wir noch nicht dran gekommen. Aber wir vermuten, dass da das Passwort auf jeden Fall bei allen anderen gespeichert wird. Eine andere Schutzmaßnahme gegen diesen Angriff wird von Lenovo ThinkPads von aktuellen genutzt und zwar erkennen die irgendwie, dass im Standby eine Festplatte rausgezogen wurde und beim Aufwachen startet der Rechner neu, statt einfach die Disk zu unlocken. Im Endeffekt ist das aber irgendwie komplizierter und nicht ganz so effektiv wie die erste Schutzmaßnahme. Also was wir hier bei einem Dell gefunden haben, das sehen wir eigentlich als die beste Möglichkeit an, diese Angriffe zu verhindern. Einfach, wenn man aufwacht, nach dem Passwort wieder fragen. Ja, und eine andere Angriffsmöglichkeit als die Warm Reflux Attacks, die auch ähnlich zu den Coldboot-Attacken sind, sind ganz normale Neustart-Attacken. Wir hatten ja zwei Varianten von Coldboot-Attacken. Die eine Coldboot-Attacke, die baut RAM-Module aus,
Das können wir vergleichen mit hier, dass wir die Festplatte ausgebaut haben. Die andere Coldboot-Attacke startet Rechner einfach neu mit einem USB-Stick, bootet ein eigenes Linux und kann so den RAM auslesen. Genau das funktioniert, ohne den RAM auszulesen, bei vielen Festplattenverschlüsselungen, die hardwarebasiert sind, ebenfalls, weil also das Ziel ist, ein eigenes Betriebssystem auf dem genau den angegriffenen Rechner auszuführen, ohne dass dabei die SSD gesperrt wird. Bei einem Neustart wird die SSD meistens nicht gesperrt, weil sie bleibt ja wieder am Strom und die werden nur gesperrt, wenn sie vom Strom genommen werden. Jetzt gibt es, dann ist trivial eigentlich, dann kann man einfach mit USB-Stick den Rechner neu starten, wenn das nicht irgendwie durch die Bootreihenfolge noch verhindert wird. Und das war tatsächlich, ich meine, in 8 von 12 von unseren getesteten Rechnern der Fall. Bei den anderen 4 wurde beim Runterfahren dann zum Beispiel explizit in Software die Disk gesperrt. Ja? Also in Hardware kann sie irgendwie nicht gesperrt werden, weil beim Neustart bleibt die Disk halt weiterhin am Strom, aber beim Runterfahren wird dann in Software die Disk gesperrt. Das kann man aber, wie in dem Video zu sehen, auch umgehen, wenn man im richtigen Moment dann die Festplatte kurz rauszieht, weil dadurch geht halt verloren die Übertragung des SATA-Kommandos, bitte sperr dich. Man muss die Festplatte also im richtigen Moment von der Datenverbindung trennen. Das Setup hier ist nicht ganz realistisch, weil es davon ausgeht, dass wir diese Verlängerungskabel vorher schon installiert haben. Ist natürlich in der Praxis nicht möglich. Gegen Desktop-Computer würde das aber zum Beispiel ohne weiteres wieder funktionieren, weil da haben wir ja die Verlängerungskabel. Und wenn man ein bisschen mehr Skills in Elektronik oder so hat, vielleicht schafft man auch die Datenverbindung irgendwie zu unterbrechen, ohne dass man jetzt vorher Verlängerungskabel einbauen muss. Auf jeden Fall, was hier demonstriert werden soll, jetzt wird gerade wieder noch die Datei angelegt mit Secret, was hier demonstriert worden soll, ist einfach, dass selbst wenn beim Neustarten ein Passwort verlangt wird, dann ist das nur, weil halt softwaremäßig beim Runterfahren die Disk gelockt wird. Und das kann man umgehen, indem man einfach im richtigen Augenblick die Disk vom Rechner trennt. Jetzt kommen wir endlich zum Angreifer. Hier kommt der Angreifer. Fährt jetzt also einfach den Rechner runter, nachdem er seinen USB-Stick mit seinem Betriebssystem, also irgendwie meistens ein kleines Linux, was dann dafür da ist, die Diskette, die Disk auszulesen. Ja, und jetzt beim Runterfahren halt kurz die Datenverbindung trennen. Dann beim Hochfahren merkt der Laptop das, meckert ein bisschen. Hier meckert er. Ist uns aber egal, weil wir starten ja sowieso von USB unser anderes Betriebssystem. Ja, und jetzt, bevor wir das Linux booten, stecken wir es natürlich kurz wieder rein. Und jetzt erkennt er beim Hochfahren, mountet er es dann schon mal. Ja, und wie hier jetzt auch zu sehen, sieht man Secret Text. Okay, diesmal ein bisschen kleiner, aber stand da wieder. Wie gesagt, das Setup war nicht ganz realistisch gegen Desktop-Computer. Allerdings würde das funktionieren. Wir haben nur leider keinen Desktop-Computer gefunden, der überhaupt die Disk beim Runterfahren sperrt. Ja, und aber bei einem Desktop-Computer haben wir noch die schöne Attacke gefunden. Also, wir kennen das Passwort nicht, wir geben es dreimal falsch ein. Ja, das war der Beweis, wir kennen das Passwort nicht. So. Und jetzt kommt ein Angreifer und kann, wenn er ganz schnell hintereinander F2 und Enter drückt, trotzdem ins BIOS. Na, also das ist so eine Art Race Condition, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist ein Implementierungsfehler. Man kommt ins BIOS, wenn man oft genug F2 und Enter gleichzeitig drückt und kann dann erstaunlicherweise einfach sagen, also das sehen wir gleich, wenn wir im BIOS sind, man kann dann einstellen, dass man kein Passwort mehr eingeben möchte. Hier wurde jetzt gerade, als ihr geklatscht habt, das Passwort gedisabled, gespeichert und neu gestartet und tatsächlich kommt man jetzt an den Rechner ohne das Passwort. Und es handelt sich hierbei tatsächlich um das Festplattenpasswort, das wiederum heißt, dass das BIOS das Passwort dauerhaft irgendwo abgelegt haben muss. Ja, also ich kann nicht hingehen und mir irgendeine verschlüsselte Festplatte nehmen und einstecken, da muss mindestens einmal der Nutzer das korrekte Passwort eingegeben haben. Sonst könnte ich ja jetzt jede Festplatte entschlüsseln, so einfach geht es nicht. Aber wenn der Nutzer einmal das Passwort eingegeben hatte, wurde es offensichtlich irgendwo gespeichert. Ist jetzt natürlich ein sehr spezieller, kein generischer Angriff, das können wir nicht sagen, dass das irgendwie ein allgemeines Problem der selbstverschlüsselten Festplatten ist. Aber es betrifft halt genau diesen Fujitsu PC. Ja, und zu guter Letzt wollen wir noch gucken, wie es denn mit den Evil-Mate-Attacken aussieht. Da hatte ich ja gesagt, klassische Angriffe funktionieren nicht, weil der MBR eben verschlüsselt vorliegt auf einer selbstverschlüsselten Festplatte. Aber da haben wir uns halt ein bisschen was anderes überlegt. Man kann halt nicht nur den MBR verschlüsseln, MBR mit einem Keylogger infiltrieren, man kann halt auch den Bootprozess durch sehr viele andere Wege manipulieren. Man könnte zum Beispiel das BIOS flashen oder das EFI oder was da
unten liegt, das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben es noch einfacher gemacht, wie wir gleich sehen. Also hier erstmal der normale Nutzer wieder, einfach als Beweis, das war eine selbstverschlüsselte Festplatte, der musste am Anfang eingeben. Und hier kann er jetzt sogar den Rechner runterfahren, also ist nicht zwingend an oder im Standby. Jetzt kommt der Angreifer und nimmt sich halt einfach die selbstverschlüsselte Festplatte mit nach Hause und steckt stattdessen eine infiltrierte Evil-Mate-Attacken-Festplatte rein. Und diese Festplatte hat jetzt natürlich einen MBR, den wir manipulieren können oder sogar schon manipuliert haben. Und der stellt einfach eine Passwort-Prompt dar, die identisch zu der ist, die der Nutzer eigentlich sieht. Also die macht genau die BIOS-Passwort-Prompt, haben wir geguckt, dass sie ebenso aussieht. Der Unterschied ist, dass diese jetzt nicht vom BIOS kommt. Das BIOS zeigt gar keine mehr an, weil es gibt gar keine SSD mehr. Stattdessen läuft er jetzt im Hintergrund ein Linux. Da haben wir einfach geguckt, dass das keine Prompts ausgibt und sonst was. Und das Passwort wird jetzt über Netzwerk übertragen. Hat natürlich den Nachteil, die Attacke, man braucht einen Netzwerkzugriff, aber heute, wo es überall WLAN gibt oder zur Not, wenn man es wirklich drauf anlegt, kann man sich halt seinen eigenen Hotspot in der Nähe aufsetzen. Das heißt, Evil-Mate-Attacken werden eigentlich nur insofern verhindert, dass der MBR halt verschlüsselt ist, aber man kann, wie gesagt, man könnte die ganze Maschine auch austauschen, ich könnte auch einen anderen Laptop dahinstellen. Wir können das EFI BIOS flashen oder wie wir im einfachsten Fall einfach die SSD ausgetauscht, das heißt, Evil-Mate-Attacken weitergefasst werden eigentlich gar nicht verhindert. Der Nachteil ist natürlich, dass es sehr auffällig ist. Der Nutzer wird schon merken, wenn er sein Betriebssystem nicht mehr entschlüsseln kann. Das heißt, er hat direkt Wind davon bekommen, wenn die Festplatte weg ist. Hat allerdings den Vorteil, dass ich keine zwei physikalischen Zugriffe mehr brauche. Bei der originalen Evil-Mate-Attacke, die Rutkowska damals vorgestellt hat, 2009, braucht man halt zwei physikalische Zugriffe. Hier mit dem Netzwerk bräuchte man nur noch den einen. Ja, zusammengefasst kann man also sagen, dass alle Attacken irgendwie auch auf hardwarebasierte Verschlüsselung zu übertragen sind. DMA-Attacken funktionieren halt ohne weiteres Zutun genauso, da haben wir auch gar nichts selber zu beigetragen. Cold-Boot-Attacken, da haben wir halt Ersatz gefunden, einmal als diese Warm-Replug-Attacks und einmal als einfache Reboot-Attacks. Ja, und bei Evil-Mate, da funktionieren zumindest die Varianten, die jetzt nicht den MBR überschreiben, also BIOS-Flashen oder Network-Variante wie hier. Abschließend, ich hatte ja schon davon geredet, wir haben irgendwie das an 12 Rechnern ausprobiert und da wollte ich noch nähere Ergebnisse zu dieser Studie geben, wo eigentlich wann genau welche Angriffe möglich sind. Die Testmenge waren hier 4 Desktop-PCs, alle von Fujitsu und 8 Laptops, 4 von Lenovo, 4 von Dell und das waren eigentlich 12 Computer, die wir bei uns am Lehrstuhl gefunden haben oder im Privatbesitz hatten. Ist also nicht unbedingt eine signifikante Stichprobe statistisch gesehen, aber sind halt schon auch Geräte, die im Businessbereich vorkommen. Ja, sind alle relativ aktuell, also 2010 oder später, mit Ausnahme von einem älteren ThinkPad. Und ja, die Festplatten haben übrigens eigentlich nichts mit der Sicherheit selber unbedingt zu tun. Also alle Angriffe, die wir gezeigt haben, hängen vom System irgendwie ein bisschen ab, vom BIOS und so, aber eigentlich nicht von der Festplatte. Ja, also alle selbstverschlüsselten Festplatten verhalten sich nach außen mehr oder weniger hin gleich, deswegen haben wir hier nur das mit 2 ausprobiert. Wichtig hier sind jetzt die Systemeigenschaften, also einmal, ob zum Beispiel eine Warm-Replug-Attacke auch nach dem Standby funktioniert, ist wichtig, ob ein ATA-Passwort nach einem Wake-up gefragt wird. Wie man hier schön sieht, dieser Dell Latitude 2120, dritte Zeile von oben, der verhindert das halt, indem er das Passwort auch beim Wake-up fragt. Oder die Zeile Reboot, also ob man den Rechner neu starten kann, ohne das ATA-Passwort neu eingeben zu müssen. Und FireWire, PCI-Express-Slots sind halt wichtig, ob die DMA-Attacken funktionieren. Und unten, das ist diese Eigenschaft von ThinkPads, die ich erwähnt hatte, dass da halt erkannt wird, im Standby wird eine Festplatte rausgezogen. Und dann locken die nicht automatisch beim Aufwachen. Das Ganze zusammengefasst heißt, dass natürlich fragen alle Systeme beim Boot nach dem Passwort, wie wir beim Fujitsu gesehen haben, nicht immer erfolgreich. Und 4 von 12 Systemen haben halt die Einstellung ATA-Passwort und Reboot. Die anderen 8 kann man einfach neu starten, ohne das Reboot, das Passwort überhaupt eingeben zu müssen. Ja, es geht also hier nicht darum, hat ein Nutzer vergessen, das einzustellen. Die BIOS-Option ist wirklich einfach nicht vorhanden. Und 1 von 12 Systemen fragt halt nur beim Aufwachen vom S3 auch nach dem Passwort. 7 von 8 Laptops, sehr gut, die hatten eine DMA-Schnittstelle, sodass DMA-Attacken möglich sind. Und unten nochmal die Lenovos. Das Ganze jetzt übertragen auf die Angriffsmöglichkeiten ist wahrscheinlich interessanter. Also DMA-Angriffe haben bei 7 von 8 Laptops funktioniert, einfach aus dem Grund, weil sie eine DMA-Schnittstelle hatten, relativ unspektakulär. Genauso wie Evil-Mate-Attacke, die funktionieren eigentlich immer. Da haben wir auch nicht sonderlich viel zu beigetragen. Wichtig ist aber hier die Warm-Replug-Attacken und die Reboot-Attacken, die halt wirklich speziell gegen hardwarebasierte Verschlüsselung sozusagen sind. Und die funktionieren gegen alle 4 Fujitsu-PCs sowieso, die wir da probiert haben, die Desktops, und jeweils gegen die Hälfte der Laptops.
Also die Warm-Replug-Attacken funktionieren, werden vor allen Dingen durch Lenovo verhindert. Die drei aktuellen ThinkPads sind da sicher. Und bei Dell halt nur in dem einen Fall, das ist so ein kleines Netbook, der 2120, weil er das Passwort halt neu abfragt. Und die Reboot-Attacken sind halt auch in der Hälfte der Fälle möglich. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass heute nicht unbedingt gesagt werden kann, hardwarebasierte Verschlüsselung ist sicherer als softwarebasierte Verschlüsselung. Hat wahrscheinlich das Zeug dazu, sicherer zu werden, wenn man zum Beispiel beim Aufwachen immer nach dem Passwort fragt. Aber im Moment sieht es so aus, dass man das halt allgemein nicht behaupten kann. DMA- und Evil-Mate-Attacken sind sowieso immer gleichermaßen möglich. Und bei Warm-Replug-Attacken ist noch das Interessante, dass sie halt, wenn sie funktionieren, sehr verlässlich sind und sicherer funktionieren als Cold-Boot-Attacken. Klassische Cold-Boot-Attacken, da ist halt das Problem, wenn ich einen Rechner neu starte, manchmal überschreibt das BIOS ein paar Sachen vom RAM, da könnte auch der Key drunter gewesen sein. Manchmal, wenn ich das RAM-Modul ausstecke, woanders einstecke, habe ich Bit-Flipping-Errors drin, weil es einfach zu lang gedauert hat. Und diese Probleme haben halt die Warm-Replug-Attacken nicht. Wenn sie funktionieren, dann sind sie halt sehr verlässlich. Ja. Jetzt hätte ich noch ein paar Gegenmaßnahmen, aber die können wir auch zum Nutzen in die Diskussion einbauen. Als Backup-Slide sollte er 5 Minuten Vorschuss machen. Also vielen Dank. Wir haben 5 Minuten Zeit für Fragen. Zum Beispiel, wie kommt ihr auf diese großartigen Hacks? Zu dieser Evil-Mate-Attacke, die eignet sich ja vor allem für gezielte Angriffe, für zufällig gefundenes Notebook eher weniger. Genau. Wenn man das Ziel kennt, kann man das Notebook durch identisches Notebook ersetzen, das man mit dieser Software repariert hat. Genau. Auf der Unterseite hat man einen Aufkleber mit der eigenen Telefonnummer drauf. Dann wurde halt zufällig der Rechner verwechselt, was hier im Kongress ja auch gut passieren kann. Und man hat dann das Zeitfenster, wenn das Opfer es ausprobiert, der Rechner telefoniert heim. Von dem Anruf bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich verabredet hat, um den geklauten Rechner auszulesen, dann gibt man ihn zurück und das Opfer hat keine Ahnung, dass die Daten ausgelesen wurden, weil es hat nur einmal ein falsches Passwort eingegeben in einem fremden Rechner. Ja, schöne Idee. Erstmal da drüben. Ja, was jetzt gar nicht angesprochen wurde, was mir jetzt aufgefallen ist, war zum einen, dass bei softwarebasierter Verschlüsselung das Passwort ja vielleicht auch noch im Swap-Space gespeichert werden kann. Oder vor allem, ob das inzwischen auch gegangen wird. Ja, BitLocker und sowas, da ist auf jeden Fall nicht der Fall, dass das auch im Swap-Space landet. Und dann wurden ja Hardware-Keylogger überhaupt nicht angesprochen jetzt. Genau. Ja, auch noch Hardware-Keylogger, richtig. Möglich. Ja. Also du meinst diese PS2-Anschlüsse zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Es ließe sich ja bestimmt auch irgendwie in Laptops irgendwo einbauen. Genau, das geht dann wieder Richtung Evil-Mate-Attacken. Man braucht zweifachen physikalischen Zugriff, manipuliert nicht einen MBR, sondern steckt einen Keylogger rein. Und ja, ist also ein Unterpunkt der Evil-Mate-Attacke, würde ich das bezeichnen, richtig. Ich hätte nochmal die Frage, habt ihr auch mal ausprobiert, wie das aussieht bei der Standby-Funktionalität? Wenn der aus dem Standby wiederkommt, irgendwie so eine Art Sniffer dran zu hängen, um das Passwort auszulesen? Das haben wir nicht, dafür haben wir leider zu wenig Ahnung von der Elektronik dahinter, aber das würden wir gerne machen in Zukunft. Das ist eine gute Idee, einfach gucken, ob ich das Passwort halte, das muss ja darüber gehen über die Leitung. Ne? Genau. Haben wir Fragen aus dem Netz? Ja, ich bin im Moment noch am Zusammentragen. Okay, dann machen wir erstmal da weiter. Ja, ich habe mal eine Frage zu den DMA-Attacken. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es da irgendwann sozusagen eine Gegenmaßnahme gibt. Ja, das ist sowas wie die MMU sozusagen. Ja, die IOMMU ist das. Genau. Die ist ein Teil der Intel Virtualisierungstechnologie VTD. Die kann vom Betriebssystem, wenn Sie das wollen, eingesetzt werden, um den Zugriff von DMA einzuschränken, zum Beispiel, dass der Systemspeicher nicht manipuliert werden kann. Da gibt es auch im Linux-Kernel Implementierungen zu, ob das jetzt standardmäßig aktiviert ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Windows macht es nicht. Alles klar, danke. Also, ich hätte zuerst mal noch mal eine Anmerkung zu den Evil-Mate-Attacken. Ja. Ihr habt das Passwort über Netzwerk versendet, ihr habt die Festplatte, ihr habt ein Linux auf dem infizierten Rechner. Ja. Warum startet ihr nicht einfach eine VM und sendet euer Betriebssystem? Es wird ein bisschen langsamer, aber das sind die Windows-Benutzer sowieso gewöhnt. Ja. Also auch hier, danke für die Idee. Und die
Das zweite ist eine Frage. Ja. Habt ihr versucht, mal an die Festplatten dran zu kommen, ob die irgendwo vielleicht auch das Passwort irgendwie buffern, dass man das nachträglich aus... Nee, also wir haben die Festplatten jetzt selber hardwaremäßig nicht irgendwie auseinandergeschraubt oder versucht, da irgendwo reinzulesen oder sowas. Nur die haben halt das Passwort, das wird eigentlich nur benutzt, um daraus halt den Key zu generieren und das, die verschlüsseln eigentlich immer mit demselben Key. Also auch wenn ich mein Passwort ändere, da gibt es so einen Key-Encryption-Key und Data-Encryption-Key und der Data-Encryption-Key bleibt immer derselbe, der Key-Encryption-Key hängt vom Passwort ab, mit ihm ist dann das Data-Encryption-Key verschlüsselt und das heißt, selbst wenn ich nicht ein Passwort gesetzt habe, dann ist sogar so, dass diese Platte immer verschlüsselt. Also die SSDs, die verschlüsseln immer, auch wenn ich gar kein Passwort gesetzt habe, nur dass halt dann der Data Encryption Key direkt freigegeben wird. Ob man jetzt von außen irgendwie an das Passwort kommt, wir vermuten eher nein und denken auch, dass die Systeme, die im BIOS das Passwort über den Standby hinweg speichern, das eigentlich während der ganzen Laufzeit gespeichert haben müssen, weil man davon ausgehen kann, dass man es nicht mehr von der Festplatte abfragen kann. Okay, können wir nochmal Netz, wie sieht's aus? Ja, eine Frage wäre zum Beispiel, welche Software wurde denn überhaupt verwendet für die Softwareverschlüsselung? Das ist, bei der Software, du meinst jetzt BitLocker und so? Oder was meinst du mit Softwareverschlüsselung? Ja, habt ihr Hardware und Software gegenübergestellt? Also die ganzen, die Diske, die wir beide probiert haben, die Intel SSD 320 und 520, die benutzen beide AES. Ja, und AES 128 ist das, aber wir haben jetzt nicht die Krypto angegriffen oder so, wir sind davon ausgegangen, AES wird schon sicher sein. Noch mehr aus dem Netz? Ja, was hältst du von einer Kombination von Hard- und Softwareverschlüsselung? Also wie hält das? Das habe ich hier als Backup-Folie. Gegenmaßnahme. Ist Hardware- und Softwarebasierte Verschlüsselung zusammen sicherer? Die Idee ist erstmal klar, Softwareverschlüsselung würde mir die Worm-Replug-Attacken verhindern und Hardwareverschlüsselung würde mir die Coldboot-Attacken verhindern, aber leider ist es nicht so einfach, weil ich könnte einfach beide Angriffe hintereinander fahren. Das heißt, wenn ich so einen Desktop-PC nehme, stecke ich erst das Kabel von der Festplatte um, baue dann noch die RAM-Module aus und dann habe ich halt wieder beides. Okay, machen wir da weiter. Also zwei Dinge. Ich hätte gerne ein Foto gesehen von der Evil Maid. Da hast du uns aber erwischt. Die Prompt, die ist ein bisschen größer als die Originale. Ja, ich denke, hätten wir da noch einen Tag mehr Arbeit reingesteckt, hätten wir es hinbekommen. Aber die sieht bei uns nicht original aus wie die andere, das stimmt. Und das Zweite war, gibt es irgendwelche Festplattenhersteller, die Garantien geben über die Krypto-Implementierung? Weil, wie gesagt, da ist ja ein Masterkey drin, der ist fest und der kann ja ganz weak generiert werden oder so. Also ja, achso, ja genau. Also da wird zumindest, ob da Garantien für gibt, weiß ich nicht, aber es wird angegeben, dass halt die im Werk irgendwie in der Festplatte selber schon generiert werden und die kein Mitarbeiter kennt und so weiter. Und es ist auch der Fall, dass man die Festplatte sicher löschen kann, also so eine Art Wiping, indem man einfach innen drin, Secure Erase heißt das, indem man einfach innen drin einen neuen Data Encryption Key generieren lässt. Also diese Festplatte hat innen drin schon die Möglichkeit, sich neue Data Encryption Keys, also Master Keys, wie du es nennst, generieren zu lassen. So, ich glaube, also das sollte man dann machen, standardmäßig. Ne? Ich glaube, der nächste Talk ist schon, also wir haben irgendwie überhaupt keine Übergangszeit. Ja, okay, also von daher, wir müssen aufhören. Wer noch mit Thilo reden will vor der Tür...